Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem WordPress Bootcamp. Wir haben einen kleinen Exkurs gemacht in Richtung Videoproduktion, haben einen kleinen Trailer produziert und den Trailer wollen wir jetzt zurückbringen in unsere Website, den da reinbauen und aber auch die ganze Website drumherum weiter aufbauen und dabei ja unser Theme bisschen lernen, den Gutenberg-Editor noch besser lernen, auch bestimmte Blöcke einsetzen, sodass wir am Ende dann ein kleines Demo-Projekt haben, einen kleinen Prototypen, an dem man sich diesen ganzen Prozess nochmal anschauen kann. Ich habe ja schon das letzte Mal so ein bisschen eine Vorlage nachverfolgt. Jetzt habe ich doch im Grunde so ein Demo gebaut, was Sie sich wieder anschauen können, ähnlich wie bei dem Projekt Simplex. Das heißt, diese Monaco-Site ist jetzt auch wieder online, in dem Zustand, wie sie jetzt gerade ist. Und das können Sie sich nehmen und das nochmal vergleichen mit Ihrer Version, wenn wir es jetzt nachbilden. Die ist wieder auf meinem Testserver onlinepromo.biz, jetzt /Monaco. Schauen wir uns das mal an. Ich habe es mal offen im Chrome. Das heißt, der Anfang sieht ja so aus, wie wir ihn hatten. Mit diesem Header-Element, dem großen Hero-Element, mit dieser kleinen Mini-Story, die da drauf ist. Das haben wir das letzte Mal ja eben schon mal aufgebaut. Und dann geht es aber auf der Seite drunter weiter. Wir haben einen zweiten Block Licht aus, Film ab, wo jetzt dieser Trailer eingebaut ist. Da ist jetzt dieser Trailer drin, den ich da in DaVinci Resolve produziert habe. Da könnten Sie natürlich auch Ihren eigenen Trailer dann produzieren. Klar, kein Problem. Das wäre jetzt praktisch sowas wie der Beginn einer Story in der Story. Das heißt, da läuft jetzt dieser kleine Trailer und den kann man sich angucken als Nutzer. Man scrollt dann weiter. Was können wir für Sie tun? Das wäre jetzt so die typische Darstellung von Leistungsspektrum von dieser Firma, von dieser Agentur. Ich habe einen kleinen Intro-Text dazu gemacht, nicht zu viel Text. Habe versucht, den typografisch auch einigermaßen ansprechend aufzubereiten, auch über diese Fragen eine kleine Ansprache zu finden. Dann kommt drunter so eine Konstellation mit so Text-Bild-Elementen. Da war mein Gedanke dahinter, ja, man sieht ja sehr häufig jetzt diese Icons und dieses Raster, dieses Grid mit so Leistungsspektrum, mit so kleinen Icons und einem Text dazu. Das fand ich jetzt schon ein bisschen langweilig inzwischen, weil das schon sehr häufig da ist. Und mein Gedanke war, dass man vielmehr noch bildlich und mit einem großen Bild und dann einem Text und dann wieder Bildtext, dass man damit arbeitet. Dazu habe ich einen Blog verwendet, den wir uns nachher dann besorgen. Habe da ein bisschen Text reingegeben, mir Bilder gesucht, wieder rechtefreie Bilder, um das einfach als Prototyp mal zu zeigen. Da habe ich jetzt mal so drei Leistungen rausgegriffen. Nach diesem Leistungsspektrum geht es weiter mit so einem Testimonial, mit so einer Kundenstimme. Das habe ich versucht in so ein Element zu packen mit so einem Hintergrund-Parallax-Bild, das Testimonial drüber geschrieben. Das habe ich mir selber konstruiert mit so einem Block. Und dann geht es weiter mit der Crew, das heißt eine Darstellung des Teams. Da habe ich jetzt so ein, das hat man jetzt ähnlich bei dem Simplex-Blog schon mal gemacht, dass man da jetzt so runde Bilder hat und dann jeweils die Position, den Namen dazu, ganz einfach, ganz simpel. Und dann drunter haben wir nochmal so einen Trenner mit dem Studio, wieder mit so, ja, so SVG-Pfaden, solchen Dividers, damit es nicht ganz so langweilig gerade aussieht alles. Und dann drunter ist der zentrale Call to Action, könnte man sagen, nämlich ein E-Mail-Button, aber auch ein Kontaktformular. Und dann kommt noch eine Social-Media-Verlinkung zu Instagram und dann kommt nochmal so ein kleines Galerie-Element, um es abzuschließen und drunter dann der Footer. Wir haben oben noch eine Navigation. Diese Navigation ist verlinkt auf der Seite. Also wir haben ja so eine Art One-Pager oder wir haben einen One-Pager, plus Datenschutzseite. Auf dem One-Pager kann man auch so navigieren. Wir haben den nach oben-Pfeil, den habe ich noch mal ein bisschen gestylt. Jetzt fällt mir gerade auf, der hat noch ein bisschen blau drin. Weiß nicht, vielleicht sollte es eher grau sein. Den Button habe ich noch ein bisschen gestylt. Der geht jetzt auch eher auf invertiert hier mit dem Orange. Und überhaupt habe ich jetzt als hauptsächliche Branding-Elemente eben diese Montserrat-Schrift genommen. Dann habe ich diese Farbe genommen, dieses Orange. Ich habe es aber ansonsten auch von den Bildern her sehr stark in diesem Graustufenbereich gehalten, damit dann diese Keyfarbe auch schön rauskommt und das Ganze so ein bisschen so einen wertigen Look von ja, Fotografie und Film und so weiter hat. Das hatte ich Ihnen ja schon ein bisschen erklärt. Also das wäre jetzt so das Projekt, wo die Reise hingeht.
Wir können uns ungefähr vorstellen, dass das jetzt durchaus so einer typischen Website entsprechen könnte. Und ich würde jetzt Schritt für Schritt mit Ihnen da durchgehen und Ihnen zeigen, wie ich es jetzt da gemacht habe, ohne zu sagen, so muss man es machen, sondern es ist einfach nur eine Lösung jetzt. Mobiloptimierung schon so ein bisschen drin. Wenn Sie mal gucken, jetzt nicht alles perfekt, da müsste man in dem zweiten Schritt vielleicht nochmal ran. Und da würde ich natürlich meinen Prototypen dann auch nochmal weiterentwickeln, dass der da noch besser ist. Aber so ein bisschen grob habe ich da auch schon mal drauf geschaut. Gut, das wäre jetzt so, wo die Reise wieder hingeht. Wir versuchen das jetzt Schritt für Schritt zu machen. Mal gucken, wie lange es dauert in den einzelnen Teilen. Ich habe da schon ein bisschen auch probiert und rumgeschraubt. Es ist jetzt nicht so, dass ich das zack, 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 zack alles schon so genau weiß. Für mich ist der Gutenberg und diese Blöcke ja auch ein bisschen neu. Insofern muss ich mich da neu reinfinden und es dabei auch ein bisschen lernen. Aber es ist jetzt zumindest mal schon so ein ganzes Ding und das wäre jetzt auch so ein bisschen erstmal von den gezielten Videos der Abschluss davon. Wir machen das jetzt einmal durch. Sie lernen dabei nochmal in einem Übungsprojekt den Gutenberg-Editor und überhaupt dieses Theme einzusetzen. Und am Ende dann müssen Sie ja jetzt auch loslegen mit Ihren Projekten. Und das können wir uns jetzt nicht mehr so lange rauszögern, den Punkt. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Backend rein. Schauen uns das schrittweise an, wie wir das machen. Material packe ich Ihnen dazu, können Sie wieder runterladen, die Bilder und so weiter, dann können Sie das nachvollziehen und gleichzeitig können Sie immer noch mal spicken gehen bei dem Demo, was auch online ist. Gut, dann schauen wir mal ins Backend rein und gehen Schritt für Schritt durch und lernen hoffentlich wieder einiges darüber, wie das alles so funktioniert. Gut, dann gehe ich mal in mein Backend rein. Mein Desktop-Server läuft, ich habe meine zwei Sites, die monoco.dev.cc, da gehe ich ins Backend rein. Kann ich natürlich auch über den Schritt machen, dass ich sage, hier möchte ich aufs Dashboard gehen. Admin, also dann wieder einloggen. So, jetzt bin ich eingeloggt in mein Backend. Da kennen wir uns jetzt schon ganz gut aus. Es sind rote Bubbles da. Anscheinend gibt es Aktualisierungen, Plugins 2 und hier auch insgesamt steht eine 3. Also vielleicht auch nochmal was anderes. Ja, das Theme hat auch ein Update. Das heißt, wir können jetzt mal hier wieder mal kein Backup machen. Normalerweise, wenn es jetzt was ganz Wichtiges wäre, würde ich vielleicht ein Backup machen, bräuchte man ein Plugin dazu oder würden über irgendwelche Backend-Tools da gehen. In dem Fall würde ich sagen, riskiere ich mal. Ich habe hier die Blöcke zu aktualisieren. Das mache ich mal. Gehe ich zurück zu den Aktualisierungen. Dann das Theme. So. Jetzt müssten wir es haben. Falls Sie da kurz das Duplicator-Plugin gesehen haben, das habe ich jetzt wieder rausgenommen. Das habe ich nur verwendet, um jetzt meine lokale Site rüberzuziehen auf meinen Server. Das geht auch manuell. Oft mache ich es auch manuell, aber das Duplicator ist eigentlich ganz praktisch, wenn man wirklich so from scratch dann auf einen Server rüber kopieren will und die Seite noch nicht so riesig ist. Das ist ein freies Plugin, mit dem man das ganz gut hinbekommt. Nur falls Sie da jetzt was rausblitzen haben sehen, das habe ich jetzt wieder rausgenommen, brauche ich nicht mehr, will ich jetzt Sie auch nicht verwirren damit. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns vielleicht die Seite nochmal an, wo jetzt die Reise hingeht, und dann versuchen wir es schrittweise durchzugehen. Wenn wir nochmal rüberschauen, wo sind wir jetzt gerade? Wir haben ja diesen oberen Bereich, praktisch unser ja, Hero-Bereich. Da würde man hier vielleicht, müssten wir uns mal diesen Button nochmal anschauen, mal rüberschauen auf unsere Seite. Ich mache mir vielleicht mal die Seite auf. In einem Tab, ich wollte einen Tab öffnen. Mache ich mir mal die Seite mal auf. Also hier sehen wir, dass der noch blau ist, der Button. Das würde ich gerne noch ändern. Und dann drunter ist hier einfach Ende Gelände und der Footer ist natürlich auch noch nicht gestylt. Das heißt, hier müssen wir letztendlich einfach weitermachen und weiter stylen. Vielleicht kümmere ich mich als erstes mal um diesen Button da, bevor es jetzt mit dem Video weitergeht. Das heißt, ich gehe jetzt mal auf die Seite. Wir haben im Moment ja nur zwei Seiten, nämlich die Datenschutzerklärung noch als Entwurf und die Home. Beim One-Pager reicht es auch erstmal. Dann möchte ich mir den Button da mal anschauen. Ich klicke einfach mal drauf. Da gibt es dann diese Button-One-Settings. Hier habe ich übrigens einen Link gesetzt. Das wäre jetzt schon so ein Hinweis darauf, dass wir nachher mit diesem Button auch nach unten fahren können zu den Leistungen. Da habe ich ja praktisch hier jetzt schon so einen Ankerlink gesetzt. Den können wir uns merken dann für nachher.
Wonach ich aber suche, ist im Grunde das hier, Background Type, Background Color. Da würde ich gerne dieses Orange nehmen, was hier schon vorgegeben ist in diesem, das kommt von den Cadence Blocks, glaube ich. Das heißt, da könnte man sich theoretisch auch selber welche definieren. Border Settings, Border brauche ich eigentlich keine, würde ich sagen. Dann nehme ich mal die Border weg. Bisschen hat er ja eine Abrundung, das ist okay. Border Radius könnte man ein bisschen mehr machen, wenn man da mehr haben will, aber das finde ich jetzt gerade eigentlich gar nicht so schlecht. Wenn man drüber fährt, könnte vielleicht diese Hover-Farbe von dem Text sich noch ändern, aber ansonsten passt es schon ganz gut jetzt. Border Color braucht man eigentlich keine unbedingt zu setzen. Können wir zurücksetzen. Und dann haben wir hier noch. Schauen nach Text Color, da haben wir diesen Hover-Zustand hier und beim Hover-Text Color könnte man hier umstellen auf das Orange. Gut. Ja, genau. So hatte ich es jetzt gemacht. Das heißt, hier können wir mal auf Aktualisieren drücken. Was ich noch gemacht hatte, ich hatte diesen längeren Dash hier noch eingefügt. Fand ich irgendwie ein bisschen schöner. Ich hatte überhaupt überlegt, ob man den lässt oder den vielleicht auch rausnimmt, weil man könnte den Satz auch so bilden. Habe ich jetzt mal erst so gelassen. Was mir bezüglich Mobiloptimierung noch aufgefallen ist, ist, dass hier diese Font Sizes und gerade die Line Heights manchmal so ein bisschen tricky sind. Da habe ich jetzt mal die Font Size auf Pixel umgestellt statt EM bei mir. Ich hatte irgendwie das besser im Griff dann für die Stufen, weil ich habe dann schon auch angefangen bei der Mobiloptimierung da zu gucken drauf. Das ist so ein Thema, was man sich schon immer ein bisschen mitdenken sollte, nicht ganz aufs Ende schieben, weil manchmal wird es dann ein bisschen schwierig. Diese große Schrift da, die ist zwar super in so einem Hero-Element, aber jetzt mal, wenn man dann sofort mal mobil probiert, vielleicht sogar ein bisschen Mobile First denkt, dann sieht man sofort, dass dieses Geschichten alleine, diese riesige Schrift aus dem Canvas sozusagen rausschiebt auf dem Mobilbrowser und dann alles zerhaut sozusagen. Das ist immer ganz blöd, wenn ein einzelnes Wort praktisch nicht umgebrochen werden kann. Da muss man immer aufpassen, dass man auf dem Mobilgerät diese Texte einfach ein bisschen kleiner macht. Das heißt, man müsste diese Headlines, die wir setzen, immer so kontrollieren, dass man sagt, auf Tablet meistens ist es noch unproblematisch, aber auf Mobil, das wäre dann dieses dritte hier, dass man da wirklich ein Stück kleiner geht, ja, dass der da wirklich sauber die Wörter setzen kann und umbrechen kann. Und dabei habe ich dann gemerkt, es ist irgendwie komisch mit den EMs, deswegen habe ich da mal auf Pixel umgeschaltet. Jetzt ist es da ganz klein natürlich und ich hatte das, glaube ich, so mit 59 war es dem, wird es dem ungefähr entsprechen. Und dann kann man natürlich dann die anderen kontrollieren, dass man sagt, ich kann jetzt hier eben andere Größen setzen und dann könnte ich zumindest auf Mobil jetzt hier eine Pixelgröße vielleicht von 25 oder so probieren oder 30, je nachdem, was jetzt da am besten funktioniert. Die Line Height habe ich mal auf 1,2 EM. Pixel finde ich da blöd. Pixel ist immer so, dann hängt es ja von der Höhe der Schrift, also der Größe der Schrift ab, wie die Zeilenhöhen sind. Damit hätte ich auch Probleme, als ich noch nichts gemacht hatte. Lieber so ein relationales Maß. Mir hätte es eigentlich noch besser gefallen, wenn man hier in 1,2 einstellen könnte. Nicht EM, sondern im Grunde einfach so dieses relative Maß. Das geht aber hier in dem Cadence-Blocks nicht. Insofern dann lieber diese EM statt der Pixel. Das klappt dann ganz okay. Das heißt, ich habe dann, das würde ich dann so lassen über die einzelnen Größen hin, aber ich würde dann zumindest, ups, Entschuldigung, würde ich dann zumindest hier auf eine kleinere Größe auf dem Mobil gehen. Dann diese Line halt erstmal lassen. Ich glaube, ich muss mir dann, die vererbt sich dann eigentlich runter. Oder auf dem Tablet könnte man ja dann sagen, dass man vielleicht da auf 50 oder 45 runtergeht. Ja, das muss man dann ein bisschen einfach, das muss man durchtesten. Aber da schon mal so ein Hinweis, denken Sie auch ans Mobil, dass sie nicht so riesige Schriften sind, zwar cool auf dem Desktop, aber dann auf dem Mobil hat man gar keinen Platz für so riesige Schriften. Und da muss man es einfach jeweils durchexerzieren, auch bei dieser hier. Da würde man schauen, wie bleibt die wirklich so groß, verändert die sich nochmal, dass man da schaut, da können wir nicht dann auch auf die Pixel rübergehen. Aber das ist eh so ein Thema mit den Schriftgrößen, bleibt uns ein bisschen so erhalten noch als Thema. Ich gehe jetzt mal auf Aktualisieren, aber da müssen wir schon mal ein bisschen dran denken an die Mobiloptimierung. Gut, und das sollte jetzt eigentlich weiterhin auch so passen. Ich gehe mal hier auf meine Frontend-Ansicht. Jetzt haben wir hier den Button und der funktioniert auch soweit. Gut, wir müssen ja weitermachen. Hier stimmt übrigens da oben auch die Navigation noch nicht. Da wollte ich ja Leistungen, Team, Kontakt eigentlich machen. Ich spicke nochmal drüben auf meiner Seite. Ja, Leistungen, Team, Kontakt. Das heißt, hier würde ich vielleicht nochmal gleich eine Anpassung machen, dass wir das auch schon haben, dass wir es am Ende nicht vergessen. Wir gehen nochmal unter Design. Menüs rein, Customizer würde auch gehen. Da haben wir Leistungen.
Da haben wir diesen Link auf Leistungen. Das war jetzt wie bei dem Button. Dann würde ich das hier ändern. Dann würde ich hier auf Team gehen. Und dann hier noch Kontakt. Das passt eigentlich. Und auch da ist jetzt schon so eine Raute. Kontakt heißt, er würde nach einer ID suchen und dahin navigieren. Dann hin scrollen, statt irgendwo hin zu springen. Gut, Menü speichern. Kleine Anpassung. Hier die Hoverfarbe haben wir schon auf Orange. Die aktive Farbe können wir uns dann nachher auch anschauen, wie das funktioniert. Gut, dann würde ich mal sagen, jetzt wird es Zeit, dass wir unser Video da reinbringen und einfach weiterarbeiten. Gut, das Video haben wir jetzt zum Beispiel irgendwie selber produziert, dann hätten wir es jetzt als MP4. Wenn Sie jetzt ein Video produziert haben, können Sie es natürlich einfach da reinladen ins WordPress. Ich habe jetzt dieses Video, wenn ich es jetzt nicht reinpacke in diesen Folder mit den Bildern, dann könnte man auch sagen, ja, das ist ja schon online, weil es ist ja auf meiner Testzeit schon da. Wie kommen wir denn vielleicht an das Video irgendwie ran und können Sie uns das übernehmen? Können wir einfach kurz mal gucken, uns anschauen. Wenn wir zum Beispiel jetzt in den Chrome da reingehen und das Video, das ist ja hier ein normales MP4-Video. Wenn ich jetzt mal Entwicklertools anmache und da drauf gehe, dann muss man sagen, ja, das Web ist ja offen. Im Web kann man ja wenig verstecken. Und wenn wir hier mal reingehen, ein bisschen zoomen, hier mal reingeht, dann haben wir hier einen ganz normalen Video-Tag. Den kennen wir eigentlich. Wir haben ein Thumbnail auch da gesetzt, wie man hier sieht. Das ist Poster und dann ist hier die Source. Das ist praktisch jetzt diese Datei und diese Datei ist im Web. Die können wir runterladen und uns dann selber übernehmen. Das heißt, ich jetzt hier mal das markiere, Steuerung C, und dann hier zum Beispiel dann mir einen Tab aufmache und da einfüge, dann läuft der Trailer einfach ohne uns. Ja. Und jetzt könnte man im Grunde das auch Datei, dass wir mal Seite speichern, untermachen. Und dann sehen wir hier Monaco Trailer MP4, so heißt das Ding, was ich hochgeladen habe, und dann kann ich es mir runterladen. Und wenn es dann runtergeladen hat, dann kann ich es praktisch mir nehmen und jetzt in meinem WordPress wieder reinladen. Ja, ich klaue mir das quasi, aber es ist ja eh mein Trailer, also warum nicht? Darf ich ja in dem Fall jetzt mal machen. Und Sie können es genauso machen, dass Sie sagen, okay, wenn Sie jetzt keinen eigenen Trailer haben, dann holen Sie den halt von der Website und binden ihn darüber ein. Gut, jetzt ist er runtergeladen, jetzt mache ich das wieder zu. Dann wäre der nächste Schritt, dass wir hier zum einen mal eine Headline und diesen Trailer einbauen. Dann sind wir natürlich, jetzt gehen wir wieder auf unsere Seite, unseren Editor. Wir können es natürlich auch, können Sie es erst reinladen, aber wir können es auch beim Bearbeiten der Seite erst reinladen. Genau, also wir sind quasi hier unten geht es jetzt weiter. Und wir müssten jetzt an der Stelle irgendwie da das Video und diese Headline reinmachen. Wir sehen auch eine Geschichte, die mich stört dabei beim Bearbeiten jetzt. Es ist irgendwie strange. Also ich habe ja eigentlich diese dunkle Seite, jetzt sehe ich aber hier diesen weißen Editor. Quasi stimmt jetzt meine Ansicht, diese ja schon simulierte Ansicht der Website im Backend, die stimmt eigentlich nicht sehr gut zum Frontend. Die passt einfach irgendwie nicht dazu. Das wäre was mich jetzt auch, wenn ich jetzt wirklich das auch pflegen will weiter und das jetzt meine Website ist, dann würde mich das irgendwie stören. Ich will ja schon so ein bisschen dieses Feeling haben, wie das tickt. Auch wenn ich jetzt anfange, Texte reinzupflegen und die muss ich dann weiß machen und so weiter, dann sehe ich die vielleicht nicht mehr. Das ist ein Problem, was jetzt spezifisch an dem Look, den ich mir jetzt gesucht habe, liegt. Nämlich, dass jetzt ich da mir nochmal was überlegen muss. Also da wird es ein bisschen, geht natürlich auch tief, ein bisschen tricky. Ist jetzt auch kein alltägliches Problem, aber auch das würde ich gerne lösen. Jetzt schaue ich mal vielleicht erstmal auf meinen Blog. Dann will ich ja hier ein Video haben. Hole ich mir mal diesen allgemeine Blöcke Video. Da kann ich jetzt hochladen, Mediathek und so weiter. Ich gehe mal vielleicht auf meine Mediathek. Da wäre jetzt keine Elemente gefunden und so weiter. Das heißt, ich müsste jetzt hier eine Datei auswählen oder die reinziehen. Ich gehe mal auf meinen Desktop. Da liegt jetzt mein Trailer, den ich gerade runtergezogen habe. Ich lade den mal dahin. Schwupps. Da das ein lokaler Server ist, ging es jetzt schnell. Ansonsten würde es natürlich ein bisschen dauern. Er muss es ja hochladen. Den Trailer habe ich jetzt da. Jetzt gehe ich auf Auswählen. Jetzt habe ich mein Video hier schon drin.
Da müsste ich jetzt die Breite ein bisschen bestimmen. Ich hatte jetzt hier, die es gar nicht besonders breit gemacht hat, weil es eine Proportionsfrage auch ist. Je breiter der läuft, desto höher wird der Film und eventuell will man ja, dass man den Film immer gut sehen kann. Insofern müsste man hier ein bisschen gucken, ob man jetzt hier letztendlich diese Weite, Breite, gesamte Breite, was man da jetzt genau macht. Ich hatte es, glaube ich, gelassen auf der normalen Breite, damit das einigermaßen gut zu sehen ist. Hier ist jetzt mein Film drin. Ich kann jetzt mal auf Aktualisieren gehen. Gehe auf meine Seite. Jetzt sieht man auf Schwarz diesen schwarzen Film. Aha, wir haben vielleicht ein Problem, nämlich ich habe ja von Schwarz eingeblendet in den Film. Das ist ja ganz nett, aber das führt dazu, dass wir hier Schwarz sehen und nur so einen Play-Button. Wenn einem das taugt, okay, ich finde es ein bisschen komisch, weil hier so ein Loch ist. Wenn man dann drauf drückt, dann geht der Trailer los. Okay, das heißt, wir brauchen eigentlich noch ein Video-Thumbnail, um das zu kontrollieren. Eigentlich das sowas, was man jetzt hier sieht. Ich habe da natürlich was vorbereitet. Das heißt, wir müssen jetzt mal hier auf die Videoeinstellungen gehen und müssen quasi noch ein Thumbnail uns holen. Hier gibt es nämlich diesen Knopf Vorschaubild wählen. Jetzt habe ich in der Mediathek noch nicht sowas drin an Bild. Ich habe das aber in diesen Assets-Ordner reingepackt, den Sie sich dann auch runterladen können. Da gibt es nämlich so ein Monoco-Thumbnail, der hier. Den nehme ich jetzt mal und ziehe den da rein. Der ist natürlich schon in der Proportion 16:9 zugeschnitten, dass er auch passt. Monoco Trailer Video Thumbnail. Den kann ich jetzt mal auswählen und schon habe ich hier diesen Thumbnail. Statt des schwarzen Hintergrunds habe ich jetzt diesen Thumbnail da drin. Aktualisieren. Das ist natürlich eine gute Möglichkeit zu kontrollieren, was der Nutzer als erstes sieht, wenn das Video da ist und wenn das irgendwie schwarz ist, ist natürlich blöd. Wenn es irgendein Frame ist, ist es vielleicht auch blöd, weil man kann das kontrollieren und von YouTube weiß man, wie wichtig diese Vorschaubilder sind, dass einen die irgendwie dazu animieren, da drauf zu klicken. Man hätte sich auch branden können mit Monoco, man hätte jetzt auch einen Text draufschreiben können, da war ich jetzt nicht so wahnsinnig kreativ, da hätte man mehr machen können. Gut, aber zumindest haben wir das jetzt schon mal hier drin, hier fehlt natürlich die Überschrift. Wir sehen aber vielleicht nochmal diesen krassen Unterschied zwischen meinem Backend und diesem Frontend und so, das ist schon irgendwie, kann ich mich da nicht so richtig eingrooven, wenn es alles so weiß ist. Irgendwie taugt es mir nicht so ganz. Jetzt mal hier klappt es, weil das ist Teil dieses Elementes, aber hier habe ich eigentlich auch keine Möglichkeit, das jetzt hier einfach so mal schnell umzustellen und genau anzupassen auf das, was ich hier brauche. Also das würde ich eigentlich auch gerne noch schnell lösen, weil ansonsten taugt mir dieses ganze Page-Building jetzt nicht so ganz. Das ist ein spezifisches Problem, das hat jetzt auch gar nichts mit dem Frontend zu tun, wenn wir jetzt in den Customizer reingehen und sagen, eigenes CSS, super, aber das wirkt ja aufs Frontend. Ja. Das heißt, ich brauche eigentlich jetzt sowas wie ein CSS, was das Backend betrifft, womit ich kontrollieren kann, wie mein Backend tickt. Ja, ganz komische Geschichte. Ja. Das heißt, da wären wir natürlich wieder bei einem Plugin, wo man sagen würde, jetzt will der Rossmann irgendwas haben und muss unbedingt seine Seite schwarz machen und jetzt müssen wir da was machen, was halt eigentlich nicht vorgesehen ist, weil es gibt jetzt hier keinen Schalter, wo man das alles anpasst. Also, das würde ich gerne noch machen, damit wir ordentlich weiterarbeiten können. Das heißt, ich hole mir jetzt ein Plugin, mit dem wir das machen können und schreibe mir selbst ein kleines CSS, was mir meinen Hintergrund von meinem Editor dunkel macht oder schwarz, je nachdem, wie ich das jetzt hier haben will. Da oben stört es ja auch so ein bisschen mit dem weißen Ding. Es wäre schöner, wenn das jetzt hier auch eher dunkler wäre. Gut, also landen wir beim Plugin. Gehen wir auf Plugins. Und jetzt müssen wir uns dieses Plugin eben suchen und installieren und dann wäre der nächste Schritt, dass man ins CSS ein bisschen reinschaut und das eben, was nicht passt, wird passend gemacht, wie es so schön heißt. Gut, dann gehe ich mal auf Installieren in unser Repository, Admin, CSS, wäre hier so ein Keyword, das würde ich gerne haben, vor einer Woche aktualisiert, brauchen nicht so wahnsinnig viele Leute, 9000 plus aktive Installationen, Admin, CSS, MU. Installiere ich mir mal. Aktivieren. Hier ist es. Da kann ich jetzt Add CSS schreiben. Und wie gesagt, es geht jetzt nicht ums Frontend. Das kennen wir schon. Dafür bräuchte man kein Plugin. Da haben wir ja im Customizer dieses Feld. Es geht jetzt ums Backend. Das heißt, im Backend möchte ich Sachen ändern an der Ausgabe. Das ist ja auch alles nur HTML, CSS, JavaScript, was wir da sehen. Und das kann man natürlich auch stylen, wenn es einem nicht taugt, wie es gemacht ist. Das heißt, man würde dann im Grunde in unserem Editor, wo wir unsere Seite bearbeiten, können wir jetzt mal nochmal so ein Fenster aufmachen. Dort, wo wir die Seite bearbeiten. Das heißt, dann müsste man hier hinten den Inspektor aufmachen und jetzt suchen nach so Elementen,
die jetzt beeinflussen, wie das hier dargestellt wird. Also praktisch hier ist mein Seitenbaum und da kann ich das dann machen. Gut, das habe ich dann mal gemacht. Das können wir jetzt ein bisschen abkürzen, auch für Sie. Ich habe nämlich auch ein kleines CSS da reingepackt in diesen Ordner, nämlich WP-CSS. Da ist sowohl das für ein Frontend als auch fürs Backend drin. Ich jetzt mal hier öffne, Brackets oder so. Dann sehen Sie hier oben Editor Backend CSS. Und da bin ich hier auf diese Klasse gekommen, Block Editor, Skeleton, Content und da habe ich die Background Color eingestellt. Zusätzlich habe ich dann noch Component Button SVG, das waren diese kleinen Plus-Dinger, die man da sieht, die waren dann schwer zu sehen, die habe ich auch auf eine Color gestellt, damit man die wieder besser sieht. Und dann habe ich noch was mit dem P-Tag gemacht, weil mir hat es nicht getaugt, dass wenn man einen normalen Absatz eingefügt hat, dass der Absatz dann im Grunde nicht in der richtigen Schriftart war, weil ich möchte ja auch die Montserrat-Schrift da drin haben, auch im Backend sehen. Das kann ich zwar bei den Cadence-Blocks ganz gut machen, wenn ich da die Schriftart auswähle, dann lädt er die auch im Backend, aber bei diesen normalen Paragraphs hatte ich das Problem, dass die halt auch nicht richtig waren. Insofern habe ich das dann auch noch genommen. Ich nehme mir mal die ersten beiden vielleicht und kopiere mir die mal in mein Feld jetzt rein. Genau, dann gehe ich jetzt hier in meinen kleinen Editor rein, da kommt das CSS rein und dann habe ich jetzt hier meine zwei Regeln drin. Gehe auf Save CSS, dann gehe ich mal auf meinen Bearbeitungsbereich, mache Reload und schwupps, ist hier mein schwarzer Hintergrund. Und jetzt kann ich eigentlich viel besser arbeiten. Ja, ich sehe trotzdem noch meine Plus-Grau-Dinger hier ein bisschen. Manchmal ist es ein bisschen schwierig, wenn man dazwischen die Texte nicht so gut lesen kann, die da drin sind. Da könnte ich mal noch ein bisschen weiter suchen, das noch zu optimieren. Aber so fürs erste Arbeiten geht es erstmal ganz gut. Man kann sich es jetzt besser vorstellen. Es gibt übrigens noch eine Möglichkeit, das Ganze noch cleaner zu machen. Wenn einem das jetzt alles ein bisschen nervt außenrum, dann haben Sie hier drüben, wo diese drei Bubble sind, da können Sie auf diesen Vollbildmodus auch gehen. Dann sehen Sie im Grunde noch weniger vom Drumherum. Ja, und man könnte theoretisch dann auch, wenn man beim Editieren ist, hier auf dem Rädchen das auch noch wegschalten und dann haben Sie wirklich die Website noch mehr, so wie man sie sehen will. Das ist ein bisschen Geschmackssache, welche Tools man da haben will. Auch dieses dieser Vollbildmodus, Arbeiten ohne Ablenkung. Wenn man dann jetzt oft Schwierigkeiten hat, dann aufs Frontend zu kommen und so weiter, dann vielleicht nicht. Aber ansonsten ist es eigentlich auch ganz nett, so zu arbeiten. Ja, also da hat man so ein bisschen Möglichkeiten, sich das selber so einzustellen, wie man das haben will. Da hat man nämlich auch mehr Platz hier beim Bearbeiten. Also das sind noch so Zusatzmöglichkeiten, die man manchmal nutzen kann. Gut. Jetzt machen wir hier weiter im Programm. Jetzt haben wir hier unser Video eingefügt. Jetzt habe ich aber in meinem kleinen Demo, habe ich ja hier oben drüber eine große Überschrift. Das Ganze ist ja wirklich auch so ja, entschieden, dass da wirklich nicht so viele Texte drauf sind. Dafür die Texte richtig groß und selbstbewusst und dick. Und auch mit Black Space in dem Fall, also White Space außenrum, eben dieses Luftige habe ich versucht auch umzusetzen. Das heißt, dieses Licht aus, Film ab, diesen Text hier, den wollen wir jetzt auch reinkriegen in die Website und das Ganze soll in etwa so ähnlich, nicht pixelgenau, aber so ähnlich sein wie jetzt in diesem Prototyp. Schauen wir also mal rüber auf unsere Seite und versuchen das so ein bisschen nachzubilden. Das heißt, hier ist eigentlich noch ein Abstand dazwischen. Das heißt, wir können über das Plus natürlich jetzt uns noch einen Block dazwischen machen. Manchmal rutscht es so ein bisschen dazwischen. Wir können jetzt, ich habe relativ viel, arbeite ich mit diesen Cadence-Blocks. Jetzt kommen da nochmal ein bisschen andere Blöcke dazu. Nochmal eine neue Blocksammlung, damit ich ein paar Sachen da machen konnte. Aber ich habe vor allem mit diesen Cadence-Blocks und dann später auch mit diesen Co-Blocks an zwei Stellen so gearbeitet. Aber recht viel mit den Cadence-Blocks, mit denen finde ich, kann man ganz gut arbeiten, die haben gute Optionen und dann natürlich auch mit den Standardblöcken, die schon da sind, die kann man natürlich auch schön miteinander mischen. Das ist also kein Thema. Also ich habe hier diese Advanced Heading, die habe ich mehrfach eingesetzt, weil die wirklich schöne Einstellmöglichkeiten bietet, Typografie hat, Mobiloptimierung mit drin hat. Das ist eigentlich auf jeden Fall die bessere Variante gegenüber dem Standardblock vom Gutenberg, der ja schon auch Überschriften macht, aber hier mit dem Advanced Heading konnte ich einfach besser arbeiten. Die sind ja da oben auch schon drin in diesem fertigen Element, was wir uns ja als fertiges Template geholt hatten. Gut, jetzt habe ich hier dieses Advanced Heading Element drin. Ich habe eine H2, jetzt ist es hier so linksbündig. Ich hole das jetzt mal in die Mitte rein. Dann habe ich jetzt hier ja so einen grauen Text, sehe ich jetzt fast gar nicht, so dunkelgrau. Das heißt, ich muss die Heading Color auf jeden Fall auch mal einstellen. Das heißt, ich stelle die jetzt auf so ein Weiß, FFF, FFF. Jetzt ist es schon weiß, super.
Und dann könnte ich theoretisch jetzt mal unformatiert meinen Text eingeben hier. Licht aus, Film ab, hat er mir jetzt übernommen. Ich habe eine H2, das habe ich glaube ich drüben auch gemacht. Also die H1 sollte immer nur eigentlich eine H1 geben für Suchmaschinen und so weiter. Und das wäre vielleicht dann die da oben. Und jetzt haben wir hier eine H2 praktisch definiert. Jetzt ist das aber noch die falsche Schrift. Jetzt habe ich im Grunde so, hätte ich so zwei Möglichkeiten. Entweder stelle ich das auf Theme-Ebene im Customizer ein, meine H1 und so weiter, oder ich gehe jetzt eher in die einzelnen Blöcke rein, damit ich es im Backend sehe. Ist es eigentlich jetzt für uns schöner, wenn wir es tatsächlich hier in den Cadence-Blocks einstellen, in dem Advanced Heading, da die Schriftart immer laden, damit wir einfach im Backend auch dieses Frontend-artige, ja, diese Entsprechung des Frontends auch im Backend sehen können. Insofern werde ich jetzt hier auch die Schrift einstellen unter Advanced Typography Settings. Das heißt, hier haben wir nochmal dann die Font Family. Da müssten wir unsere Montserrat jetzt auch suchen. Da ist sie. Wir würden das ganze Font Style lassen. Genau, Font Weight würden wir aber jetzt eine dicke nehmen, also 700. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Dann holen wir uns eine Größe. Jetzt will ich die Größe hier wieder einstellen mit Pixeln. Dann will ich hier mal 60 nehmen, auch richtig groß wieder. Oben oder 59 wie oben, aber das spielt jetzt, glaube ich, der eine Pixel keine Rolle. Jetzt sieht das schon mal ganz gut aus. Und dann hatte ich ja noch ein bisschen, wenn wir wieder spicken, das noch markiert, groß gemacht. Gehen wir also wieder rüber. Diesen Teil hier, da gibt es hier so ein Dropdown, wo man Highlight sagt. Und das ist schon auf dieses Orange eingestellt in den Cadence Blocks. Gut, das sieht schon ganz gut aus, aber der Space, der Abstand drumherum ist noch zu klein. Ja, wenn wir es jetzt mal im Frontend anschauen. Ja, total gequetscht. Also hier brauchen wir mehr Abstand. Das heißt, wir setzen uns jetzt, versuchen da Abstand hinzukriegen, gehen also wieder rein auf die Seitenebene. Jetzt hat diese Advanced Heading sehr viele Einstellmöglichkeiten. Hier gibt es die Margin Settings, Top Margin, Bottom Margin. Und da könnte ich einfach mit Pixeln jetzt arbeiten und mal versuchen, da eine 100 zu machen, nach oben und unten, irgendwie sowas. Das sieht jetzt schon mal ganz gut aus. Manchmal, je nachdem, ist es gar nicht schlecht, nach oben vielleicht noch mehr zu machen. Naja, aber das sieht schon ganz okay aus. Das heißt, manchmal zwischen Elementen ist ganz gut, dass das Element, was zum unteren gehört, vielleicht zu dem auch näher rückt. Dann könnte man überlegen, ob er nach oben noch mal mehr Platz macht. Aber das ist jetzt so, das sind jetzt Details, die kann man mal dann immer noch entscheiden, ja, wenn man das öfter dann sieht. Aber so kann man auch die Sachen voneinander abgrenzen. Eine zweite Möglichkeit, die man auch hat mit den Blöcken, ist, wenn es mal nicht so ein Margin gibt oder aus irgendeinem Grund was dagegen spricht, das zu nehmen, dann kann man auch mit diesen Abstandhalter-Elementen arbeiten. Da gibt es einen Standard-Abstandhalter, aber bei den Cadence-Blocks gibt es wiederum auch einen eigenen Abstandhalter, der ein bisschen Einstellmöglichkeiten hat. Also da geht es darum, nur, dass man eben Elemente, so Blöcke voneinander ein bisschen wegrückt. Auch da ist wieder gut, wenn es mobil optimierte Einstellungen gibt, dass man vielleicht auf dem Smartphone wiederum den Abstand ein bisschen anders kontrolliert. Und schon sehen wir mittendrin, dass wir wirklich auch da so ein mächtiges Werkzeug haben für Desktop, für Mobil, für Tablet und im Grunde da wirklich auch gut arbeiten können. Gut, jetzt haben wir diesen Abstand, jetzt haben wir dieses Video. Das ist schon ganz gut. Das heißt, jetzt schauen wir uns nochmal an, was wir jetzt weitermachen müssen. Unter dem Video geht es jetzt hier weiter mit so. Jetzt haben wir ja schon so eine kleine Story. Das heißt, wir haben unser Showreel, unseren Trailer haben wir dann. Jetzt ist der Nutzer schon ziemlich begeistert und jetzt geht es darum, okay, cooler Showreel, was machen die Typen eigentlich? Das heißt, jetzt habe ich gedacht, positioniere ich mal die Leistungen. Also was macht diese Agentur, was macht diese Firma? Und da sehen Sie, das ist jetzt keine Hexerei, aber man, irgendwo muss man ja mal erzählen, was man macht. Man kann eigentlich nur Trailer machen, außer der Trailer erzählt das alles. Das heißt, hier geht es jetzt unten weiter. Wir haben wieder ein bisschen Abstand. Hier habe ich sogar ein bisschen mehr Abstand anscheinend als nach unten. Das heißt, diese Überschrift entspricht wohl wieder dieser Überschrift oben. Das heißt, es ist irgendwie ganz ähnlich und dann drunter müssen wir ein bisschen diesen Text da formatieren. Das heißt, hier geht es weiter und jetzt können wir hier im Editor natürlich vielleicht auch so ein bisschen mit Copy und Paste arbeiten. Das ist manchmal ganz clever, bei denen haben wir jetzt schon eingestellt. Das heißt, wir haben bei allen Elementen eigentlich immer die Möglichkeit, die zu duplizieren. Hier machen wir duplizieren, jetzt haben wir das doppelt und dann können wir ja hier mit diesem Pfeil, schwupps, das nach unten lassen und finde die User Experience schon von dem Gutenberg, macht schon Spaß, wie das da runterflutscht und wie einfach das ist.
Jetzt kann ich mal hier den Text nehmen und das ohne Formatierung einfügen. Ist auf dem Mac Umschalt Option Command V. Ohne Formatierung eingefügt. Was können wir für Sie tun? Und jetzt hatte ich das für Sie, glaube ich, markiert. Aktualisieren. Schauen wir uns nochmal kurz an. Jo. Schauen wir es uns im Frontend an, wie es läuft. Ja, genau, das ist nicht schlecht. Vielleicht ein bisschen mehr Abstand am Ende, aber setzen wir vielleicht dann erstmal die anderen Texte drunter. Gut, also das flutscht ja ganz gut. Natürlich jetzt auch einfach, weil ich habe jetzt ja die Vorlage. Wenn ich mir jetzt immer erstmal überlegen muss, was schreibe ich, wie platziere ich alles, wie sind die Abstände, was markiere ich und so, klar, dauert ein bisschen länger. Also jetzt ist ja im Grunde so, ich baue jetzt ja nur was nach mit diesen Blöcken, was ich mir vorher schon ein bisschen überlegt habe. Legen Sie es aber nicht auf die Goldwaage, jeden Text und so weiter. Das ist jetzt wirklich nur so, so könnte sowas dann sein. Jetzt habe ich hier was gemacht, nämlich den Text. Jetzt kann man natürlich einfach sagen, zack, Text. Jetzt mache ich einen Textblock. So wie auf unserer Hochschulwebsite. Ja, da hat man keine anderen visuellen Möglichkeiten im Moment, aber wir arbeiten dran. Das heißt, ich habe mir jetzt gedacht, okay, Text will ja auch gepflegt werden, aufbereitet werden. Da gibt es auch nochmal ein paar Folien zur Typografie, wo Sie sich das nochmal ein bisschen anschauen können. Das heißt, nicht nur einfach Bäm, Text rein und tschüss, sondern Texte auch ein bisschen aufbereiten. Das heißt, in dem Fall habe ich mir gedacht, ein Textblock ist ja langweilig. Macht man nicht vielleicht zwei Textblöcke, dann ist es ein bisschen luftiger. Auch nicht so, das erschlägt den Nutzer dann nicht so. Motiviert vielleicht, sich das doch anzuschauen. Dann vielleicht mal was hervorheben, wie ich das mit dem Orange probiert habe. Manchmal macht man vielleicht auch Links rein. Das heißt, wir wissen ja, der Nutzer scannt erstmal, der liest auch nicht sofort, der scannt erstmal irgendwo so Keywords und wenn der Keywords findet, die ihn interessieren, dann liest das. Das hat man gar nicht schon mal besprochen. Insofern habe ich das jetzt hier ein bisschen versucht umzusetzen. Es ist ganz simpel, aber dann doch eben ein bisschen gestylt. Das heißt, wir haben jetzt diese Blöcke, die sind so ein bisschen gestylt. Und die würde ich mir jetzt gerne hier eben auch übernehmen. Was habe ich gemacht? Ich habe einen Zweispalter gemacht und dann nochmal eine Zeile drunter gesetzt. Das heißt, das könnte ich jetzt versuchen, so ähnlich zu machen. Für diesen Zweispalter habe ich einen Standard, glaube ich, ein Standard-Spaltenelement verwendet. Das heißt, wir brauchen hier jetzt einen neuen Block. Das hatte ich jetzt in den richtigen Editor. Das mache ich jetzt mal zu hier. Gehe ich mal in den richtigen Editor. Füge mir drunter ein neues Element ein. Und da könnte ich jetzt nach Spalten suchen. Das sind die Standardspalten. Die kann ich mir jetzt mal nehmen und nehme mir mal ja, den Zweispalter. Jetzt habe ich hier die zwei Slots, da kann ich jetzt meinen Text reingeben. Das heißt, hier muss jetzt letztendlich ein Paragraph rein, ein normaler Absatz. Und jetzt kann ich das da reinpasten und wenn ich das reinpaste, dann sehe ich, oh, irgendwie dunkel. Ja, also anscheinend falsches Format. Das heißt, hier muss ich jetzt auf jeden Fall mal dafür sorgen, dass das hier in der richtigen Farbe ist. Das heißt, hier kann ich jetzt mal schauen, was gibt es hier? Hier gibt es die Textfarbe. Das heißt, die Textfarbe müsste ich im Grunde erstmal auf Weiß stellen. Oder hier drüben mal gucken, Farbeinstellungen. Auch hier gibt es die Textfarbe, ist vielleicht noch einfacher, dass man hier mal eine individuelle Farbe nimmt und dann hier ein FFF macht. So, jetzt haben wir den Text weiß. Sie sehen, die Text, das war das, was ich vorher gesagt habe, die Schrift stimmt nicht. Und das kann ich jetzt hier bei dem Standardabsatz gar nicht machen, aber den Standardabsatz will ich ja auch verwenden eigentlich. Das heißt, hier würde ich ganz gerne jetzt meine Montserrat-Schrift sehen. Ja, und jetzt sehe ich aber hier irgendeine Schrift, die mir mein Backend davor gibt. Also das ist jetzt nicht so schön. Man könnte so schon arbeiten. Im Frontend müsste man schauen, ob man im Frontend nicht auch dann diese Ausgabe von Standardtexten noch irgendwie bearbeiten müssen. Aber so wäre es jetzt erstmal so dieses Grundsetup. Jetzt hole ich mir vielleicht mal den anderen Text auch gleich rüber. Die Orangenmarkierungen habe ich jetzt noch nicht drin, das müsste ich dann extra machen. Auch hier einen Absatz rein. Auch hier die Farbe einstellen. Okay. Ich jetzt mal auf Aktualisieren gehe. Aufs Frontend. Oh, dann sieht es so aus, tatsächlich, dass jetzt hier der Standardtext nicht in der richtigen Schriftart ist. Das heißt, da müssten wir jetzt vielleicht im Theme mal schauen, ob das Theme uns da irgendwas vorgibt, was wir nicht haben wollen. Das heißt, hier hätten wir eigentlich gerne natürlich unsere Montserrat-Schrift drin. Wir hätten es auch gern groß. Da ist jetzt die Frage, wie arbeitet man hier? Geht man hier rein und macht hier vielleicht die benutzerdefinierte Größe rein? Da hatte ich allerdings dann natürlich im Nachhinein wieder das Problem mit der Mobiloptimierung. Das heißt, ich hätte eigentlich gerne hier schon
Standardgrößen und ich möchte es schon, es soll auch für eine Standard, also auf dem Desktop zumindest, eine relativ große Schrift sein, weil ich habe ja nicht so viel Text. Sie haben gesehen, ich habe das relativ groß gemacht, also so eine ziemlich große Schrift hier, schön, schön dünn, aber groß. Und aber das wird dann wahrscheinlich auch auf Mobilgeräte runter nicht optimal sein. Das heißt, da möchte ich schon da auch, dass alle Paragraphs, die diese große Schrift haben, dann auch kleiner werden. Das heißt, da muss ich mir ein bisschen was überlegen, wie ich das jetzt kontrollieren kann. Das heißt, da schaue ich jetzt vielleicht mal in die Theme-Settings rein im Customizer. Das heißt, gehe jetzt hier mal in meinen Customizer rüber, bleibt mal auch noch mal in einem neuen Tab auf. Gehe in meinen Customizer. Und hier gehe ich mal in General Settings. Dann hier die Typography Options und bei Body Paragraph habe ich ja noch gar nichts eingestellt. Das heißt, hier müsste natürlich meine Montserrat-Schrift rein. Hier. Da muss ich dann überlegen, will ich die ganz dünn oder will ich sie 200 haben? Machen wir vielleicht die 200. Da müssen wir jetzt eigentlich nicht viel machen. Und da wären jetzt auch Font Sizes drin. Die Line-Height, Achtung, hat mir überhaupt nicht gefallen mit Pixeln, weil das ist ja so, die Line-Height hängt ja wiederum, wenn ich sie in Pixeln einstelle, davon ab, wie groß die Schriftgröße ist. Und das taugt mir irgendwie immer gar nicht so. Da muss man da ewig rumschrauben. Da muss ich sagen, ich muss es für Desktop einstellen, Zeilenhöhe mir ausrechnen. Dann muss ich es für mein Tablet einstellen, für mein Mobilgerät einstellen. Also ich hätte eigentlich lieber eigentlich so eine fixe prozentuale Zeilenhöhe oder eine relative Zeilenhöhe 1,3 und da würde ich eigentlich gerne diese Line halt nicht drin haben. Aber es ist ein bisschen Geschmackssache. Also deswegen habe ich die jetzt eigentlich rausgenommen hier. Und hier würde ich gerne eigentlich eine ganz große Schrift haben, so eine 30 auf dem Desktop. Das hat jetzt das gleich mit ein beeinflusst. Da müssen wir schauen, ob das wirklich noch ein Problem ist. Aber hier ist jetzt auch schon drin, die 30. Das wäre eigentlich schon mal nicht schlecht. Die Zeilenhöhe würde ich gerne anders kontrollieren und dann würde ich das Ganze auch auf dem Mobil, hier auf dem Tablet, nehme ich jetzt auch mal die Zeilenhöhe raus. Da würde ich es jetzt gerne vielleicht auf 25 haben und auf dem Smartphone, das muss man dann eigentlich noch ein bisschen testen. Vielleicht hat man sie da auf der 20, wenn das nicht zu groß ist am Ende. Und hier sehen Sie schon die ganzen Zeilenhöhen, da muss man viel zu viel nachdenken. Also die lasse ich jetzt mal raus. Aber ich nehme jetzt mal hier diese Einstellungen hier. Hier sehen Sie mit den Überschriften, ist auch noch ein bisschen mit den Zeilenhöhen, muss man ein bisschen was einstellen. Aber das sieht jetzt schon mal nicht so schlecht aus, aber sie könnte ein bisschen luftiger sitzen, ja. Gut, also das ist jetzt hier schon mal diese Grundeinstellungen, die ich jetzt gemacht habe bei der Typografie. Und für die Headings hätten Sie auch Möglichkeiten, aber die überschreiben wir ja mehr oder weniger so, dass wir das in den Advanced Headings machen. Das heißt, hier gehe ich jetzt mal veröffentlichen. Und gehe jetzt vielleicht mal aufs Frontend und schau mal, was sich da getan hat. Aha, ja, nicht schlecht. Das hat sich jetzt also ein bisschen angepasst und ist jetzt schon eine größere Schrift, aber sie ist ja jetzt von der Zeilenhöhe her jetzt nicht so optimal. Das heißt, aber immerhin hat sich das jetzt dem schon genähert. Hier oben habe ich aber ein Problem, weil sich das mitgeändert hat. Also hier müsste ich dann nochmal ein bisschen kontrollieren anscheinend. Das hat mir jetzt in die Suppe da ein bisschen reingespuckt. Das heißt, hier müssen wir noch ein bisschen was dann ausgleichen. Und diese Zeilenhöhe, die würde ich gerne eben pauschal mal einstellen. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal im Customizer in mein Custom CSS rein. Und da haben wir ja schon ein bisschen was gemacht. Wenn ich aber mal an meine Vorgabe denke, die ich Ihnen da gegeben habe, da habe ich ja diesen WP Block Paragraph mal gemacht. Ah, das ist Backend. Frontend habe ich aber auch was gemacht, nämlich dieses P hier. Alle Paragraphs mit der Line-Height 1,3 ausgestattet. Einfach weil mir das an der Stelle besser getaugt hat. Das heißt, das kann ich hier mal, das ist ja relativ global. Custom Logo, das wäre noch Header sowas. Entry Content. Vielleicht packt man es hier rein. Zeilenhöhe veröffentlichen. Genau, jetzt haben wir ein bisschen. Müssten wir ein bisschen mehr haben eigentlich. Haben wir da nochmal rein. Punkt 3. Genau. Da müsste man halt schauen, ob einem das genug ist. Man könnte auch nochmal eine 1,4 probieren. Mal vielleicht nochmal gleich mit der Vorlage. Ja, es ist schon die, die ich hatte.
Aber das ist jetzt so ein bisschen, das ist eben Typografie, Geschmack, ob man dann nochmal vielleicht dann guckt, ob einem die 1.4 nochmal ein bisschen luftiger erscheint, können wir mal ausprobieren. Ja, die ist ein bisschen, hat ein bisschen mehr Luft dann. Aber das ist jetzt, das sind Kleinigkeiten. Ja, aber es ist, an den Kleinigkeiten hängt dann natürlich auch oft das, ob's, wie es wirkt. Also 1.4 finde ich fast ein bisschen besser jetzt. Das heißt, jetzt gehe ich nochmal auf meine Seite und kümmere mich vielleicht mal. Und da müssen wir uns noch drum kümmern, um diese Darstellung. Und dann oben das, was sich jetzt hier verändert hat, woran könnte das liegen? Das ist eigentlich eine H4. Vielleicht, dass man die mal auf Pixel hier auch einstellt. Und hier mal 20 oder 30. Können eigentlich auch 30 sein. 30 Pixel einstellt und dann vielleicht auf Mobil dann auf 25 runter geht oder sowas. Lineheit ist 1, 2. Nehmen wir das mal so. Gut, ja. Passt ganz gut. Jetzt wollte ich mich um das Backend hier, die Backend-Ansicht in meinem Editor noch kümmern. Das heißt, wenn wir hier bearbeiten, dann hätte ich gerne, wo bin ich jetzt? Hier. Also die würde ich gerne natürlich auch anders angezeigt haben. Das war ja unser Plugin. Das heißt, wir können in unserem Plugin einfach mal im Backend, gehen wir mal aufs Dashboard. Dann bei unserem Plugin in diesem Add CSS da nochmal was hinzufügen. Und das war das, was wir in Brackets drin hatten, nämlich das war dieser Block hier. Da habe ich einfach versucht, im Backend, also da, wo wir die Gutenberg-Blöcke angezeigt werden, meine Schrift, die ich jetzt verwende, fest reinzugeben mit diesem Block. Und das kann ich hier machen. Mit Importen war, ich habe nicht gewusst, also ich habe es nicht gut erwischt anscheinend, diese Klasse, und musste dann mit einem Holzhammer draufhauen, sozusagen. Important heißt, du hast jetzt recht, Font Size habe ich eingestellt, Font Weight, die Line halt auch so eingestellt. Wenn wir jetzt wirklich vielleicht auf 1.4 gehen, dann könnte man das hier auch einstellen. Font Weight hat man jetzt eigentlich 200, insofern, da müssen wir vielleicht noch überlegen, ob es dann sonst zu dünn ist. Auf Windows-Rechnern manchmal ist das 100 ein bisschen dünn, das heißt, da kann man vielleicht einfach das auch auf 200 stellen. Und jetzt gehen wir mal auf unsere Seite bearbeiten. Gespeichert haben wir ja hoffentlich. Speichere lieber nochmal. Jetzt machen wir einen Reload. Und schwupp, schon haben wir hier jetzt unsere Darstellung aus dem Frontend im Backend auch so ein bisschen simuliert. Kann man einfach schöner arbeiten dann. Gut, bisschen schmaler das Ganze. Schauen wir uns im Frontend nochmal an, wie das. Mache ich das mal wieder zu. Ich glaube, da sind wir jetzt erstmal fertig. Den Customizer vielleicht auch mal zu und gehen mal auf die Seite. So, das sieht jetzt schon mal nicht schlecht aus. Rund um Film kann da ein Umbruch drin sein oder sowas. Ich vergleiche es mal. Sieht doch ähnlich aus. Das heißt, die Spalten sind schon eigentlich ziemlich ähnlich. Ich schaue mal, was bei dem Rund los ist. Da ist doch irgendwas. Irgendwas drin. Sehe ich jetzt gerade nichts. Vielleicht schauen wir uns mal aber auch die Begriffe gleich an, weil die habe ich ja hervorgehoben, nämlich Filmproduktion. Da habe ich mit Farbe gearbeitet. Ups, irgendwas springt da. Hier kann man über die Textfarbe arbeiten. Ich nehme das Orange. Fotografie. Auch das Orange. Die richtige Lösung, glaube ich, war markiert. Erfahrung und richtige Lösung. Da ist irgendwas Komisches drin. Da muss man ein bisschen aufpassen beim Copy and Paste. Deswegen bin ich auf die Quelltextansicht jetzt gegangen. Deswegen hat er vielleicht auch ein bisschen komisch umgebrochen. Jetzt
kann ich nämlich das auch wieder machen. Ja, manchmal ein bisschen. Also Copy and Paste ist nicht immer so toll im Web. Schauen wir lieber beim anderen Blog auch nochmal rein, was da so los ist im Quelltext. Halt hier. Sieht es eigentlich ein bisschen besser aus. Okay. Dann haben wir ja drunter haben wir noch mal ein Block über die ganze Breite. Das heißt, den können wir auch noch mal übernehmen und da können wir eigentlich hier nochmal einen normalen Absatz reingeben. Kopiere es mal rein. Farbeinstellungen weiß. Zentriere das Ganze mal. Markiert es. Gut, bis auf das Komische hier sieht es schon mal nicht schlecht aus. So, manchmal muss er hier, manchmal rutschen beim Copy und Pasten hier so ein paar Sonderzeichen rein, irgendwelche Elemente, die da nicht hingehören, und wenn man Text jetzt nicht komplett selber neu schreiben will, dann ist das manchmal die Lösung. Gehen wir auf Aktualisieren, Reload, und dann passt es auch. So, jetzt haben wir das Element ganz gut nachgebildet. Jetzt können wir kurz mal gucken, wie es weitergeht. In der Session werden wir nicht mehr so ewig machen, aber vielleicht schauen wir einfach mal, wie weit wir es noch schaffen. Danach habe ich dieses besondere Element verwendet, um die Leistungen zu zeigen. Das können wir vielleicht noch machen. Den nach oben Pfeil können wir vielleicht auch noch machen, der hier ein bisschen eine Farbe hat. Das heißt, machen wir mal vielleicht diese Konstellation noch fertig mit den Leistungen und schieben den Rest dann aufs nächste Video. Gut. Also schauen wir uns vielleicht als erstes mal zwischendurch den nach oben Pfeil an, weil der mich jetzt ein bisschen stört da beim Testen. Also hier haben wir ja diesen nach oben Pfeil. Der Footer kommt ja später dann natürlich noch, der stellen wir ja auch noch nicht. Gehen wir mal auf den Customizer. Dann gehen wir unter Theme Options. Scroll Top heißt der Bursche hier unten. Der ist enabled. Auf Mobil könnte man auch wegnehmen, das ist Geschmackssache. Man könnte die Height und Width noch abhängig vom Mobilgerät oder Desktop auch verändern. Aber was mich jetzt erstmal interessiert, wäre hier die Background Color. Die will ich natürlich auf dem Orange einstellen. Und zwar auf das Orange, was ich da habe. Das ist jetzt aber im Color Picker nicht drin im normalen. Gehe ich also hier mal drauf. Auf die Stile, hier haben wir das nämlich. Kopieren wir das da mal raus. Kann ich es nämlich hier direkt einfügen. So. Background Color müssen wir eventuell auch speichern dann nochmal. Da haben wir auch einen Hover-Zustand und da könnte man mal statt des Blaues, dann nehmen wir halt da so ein Grau. Nicht ganz schwarz, aber so ein dunkelgrau. 5959, okay. Veröffentlichen. Okay, halt, das war ja mein. Genau, und dann gehen wir wieder raus. Und schon haben wir unseren orangen Pfeil. Gut, den Footer werden wir auch in dieser Farbe dann machen.
Gut, und jetzt machen wir vielleicht noch dieses abschließende Element mit rein. Da ist also diese Konstellation mit dem Bild und dem Text, fand ich ganz nett. Wie bin ich darauf gekommen? Ja, ich habe halt wieder so eine Vorlage gesehen, mehr oder weniger, oder so ein Element, was mir ganz gut gefallen hat, was einfach nicht so gewöhnlich ist und nicht so durch ist, wie jetzt so ein Grid mit so ein paar Icons zu den Leistungen. Ich fand es irgendwie ganz nett, das jetzt auf diese Art und Weise darzustellen. Das habe ich bei den Coblocks gefunden. Das ist wieder so eine Gutenberg Collection. Jetzt haben wir langsam ziemlich viel. Ich weiß, im Grunde habe ich diese Ultimate Blocks jetzt gar nicht so hergenommen. Ich habe jetzt eigentlich eher die Cadence Blocks genommen und ein bisschen die Coblocks. Und da war so ein Element drin, was mir gut gefallen hat. Es klappt auch gut auf Mobil. Es verschiebt sich auch sauber. Gar nicht so, dass das jetzt hier Text, Bild, Bild, Text und so weiter da Probleme gibt. Das geht auch auf Mobil ganz schön. Insofern, das würde ich jetzt gerne noch einbauen. Dazu muss ich mir natürlich die Blöcke holen. Das heißt, ich gehe mal in mein Dashboard rein, gehe auf Plugins, installieren. Coblocks heißen die. Hier Page Builder, Gutenberg Blocks, Coblocks installieren. Gut, die sind jetzt also da. Da müssen wir jetzt gar nicht viel mehr drüber wissen. Wir sollten vielleicht mal hier ein Reload machen, dass die auch wirklich da sind in unserem Editor. Gut, und jetzt würde ich hier gerne dieses Coblocks-Element einfügen. Ich kann so hier wieder machen, danach einfügen. Und jetzt habe ich hier unter diesen Coblocks da unten, da gibt es jetzt eben neben anderen Elementen, natürlich doppelt sich es jetzt inzwischen auch schon so ein bisschen. Es gibt auch da wieder ein eigenes Spaltenelement und Akkordeons und so weiter. Gibt es aber auch, manchmal gibt es halt so einzelne Elemente, die irgendwie rausragen und die dann schon ganz spannend sind. Ich habe verwendet zum einen eine Galerie und zum anderen dieses Medienelement, Medienkarte heißt es genau. Dieses Medienkarte-Element ist genau das, was ich hier haben wollte. Man kann es natürlich auch selber ein bisschen anpassen. Durch unsere Einstellung im Editor hinten hat er jetzt auch schön unsere Schrift da schon reingenommen. Da oben zwar nicht so, aber da unten zumindest. Und das wäre jetzt dieses Element, was ich da haben will. Sie sehen, es klatscht ein bisschen da oben in die Nähe. Da müssen wir noch ein bisschen für Abstand sorgen. Aber hier wäre es jetzt dran, dass wir eben jetzt unser Layout umsetzen. Und ich finde das ein ganz nettes Element. Gut, jetzt brauchen wir hier also ein Bild und einen Text jeweils dazu. Da kann ich jetzt wieder ein bisschen spicken gehen. Hier habe ich dieses Bild hier. Ich habe die Bilder schon ein bisschen aufbereitet, das heißt ein bisschen verkleinert zugeschnitten, auch in diesem Hochformat, dass es gut passt, schon mal reingenommen. Gut, und dann hier haben wir hier praktisch den Text und drüben das Bild. Die Bilder können wir jetzt schon mal hochladen, diese drei, die da vorkommen, damit wir da schneller arbeiten können. Gehen wir auf die Mediathek mal. Dann kann ich mir die Bilder mal hier rausholen. Das wäre also das hier. Dieses und dieses. Lade ich gleich mal hoch, alle drei. Und als erstes war das im Einsatz. Schwupps, schon habe ich es drin. Dann habe ich hier eine Überschrift und hier den Text. Gehe ich einmal rüber hier, Corporate Video und Imagefilme. Hier müssten wir mal noch gucken, das ist jetzt so eine Standardüberschrift hier, dass wir das vielleicht auch über die Theme Settings kontrollieren können, wie die Schrift hier genau tickt, weil hier haben wir nur eine H3. Das erscheint mir hier wie so ein normaler Überschriftenblock vom Gutenberg.
Also hier müssten wir uns vielleicht tatsächlich noch ein bisschen um die Schriftart kümmern. Ich habe hier da rein, was hier so drin ist. Ah ja, hier können wir sie auch einstellen, genau. Dann können wir da hier mal die Montserrat uns holen. Stärke. Vielleicht nicht ganz so dick mal. Und Größe und so weiter können wir einstellen. Lassen wir mal so. Und hier haben wir eh schon unser Text schon eingestellt. Und da, glaube ich, hat die noch ein bisschen formatiert. Nämlich hier einen Begriff zumindest rausgeholt, diesen kompletten Prozess. Also da müssen wir hier den Text noch rüberholen. Das war fett auch, aber jetzt habe ich zusätzlich auch noch farbig gemacht. Textfarbe, Orange. Gut, schauen wir uns das mal im Frontend an. Gut. Sieht schon ganz gut aus. Hier ist zu knapp, zu schmal. Hier könnte man es vielleicht noch einen Abstandhalter dazwischen nehmen, wenn jetzt hier keine Einstellung ist zusätzlich. Hier ist nur die Seite, wie rum das ist, das brauchen wir gleich noch. Hier ist die Breite nochmal, Ausrichtung, Weite, Breite und so weiter. Und hier haben wir einen Innenabstand, okay. Platz im Container, das ist es nicht. Und hier haben wir Farbeinstellungen und hier haben wir erweitert. Remove Top und Bottom Spacing, das ist eigentlich gerade nicht. Das heißt, wir können hier dazwischen einfach nochmal einen Abstandhalter nehmen. Nehmen wir mal den normalen Standard Abstandshalter, der hier, der dabei ist bei dem Gutenberg-Block und damit können wir kontrollieren, was da drüber für ein Abstand ist, damit es nicht zu sehr drauf klatscht. Genau, jetzt können wir das Element im Grunde duplizieren oder auch neu einfügen. Glaube ich jetzt hier nicht so wichtig. Machen wir mal duplizieren. Machen wir es vielleicht zweimal dupliziert, weil dazwischen kommt ja eine Variante rein. Das heißt, da haben wir es ja einmal umgedreht. Das macht man hier. Schwupp. So dreht man das um. Dann haben wir hier ein anderes Bild. Das heißt, hier bin ich jetzt drauf, habe da drauf geklickt. Und kann jetzt hier Medien bearbeiten gehen und da kann ich das jetzt eben austauschen. Hier habe ich meinen Text. Und meinen anderen Text auch. Ups, das war jetzt ein Schmarrn. Rückgängig machen. Das mal entfernen. So, ist besser. Gut, und dann haben wir noch das dritte Element. Ach, jetzt den falschen ausgetan. Egal, das kann ich jetzt hier hoch switchen mit dem Pfeil. Der gehört ja hier eigentlich hin. Und hier muss ein anderes Bild dann rein. Schwupp. Und dann der andere Text.
So. Copy und Paste hat sich ein bisschen beschleunigt. Schauen wir uns das im Frontend wieder an. Da ist mir das ein bisschen eng. Finde ich es nicht so gut. Da könnte auch jeweils ein Abstand dazwischen sein. Machen wir das mal noch. Da können wir eigentlich dieses Trennerelement einfach nehmen, das duplizieren, nach unten schieben, nochmal duplizieren und auch nach unten schieben. Gut, und dann haben wir dazwischen nochmal einen Trenner. Gut, jetzt sind wir wieder ein Stück weiter gekommen. Wir haben uns weiter eingegroovt in den Gutenberg. Wir haben nochmal unser Backend ein bisschen auf uns angepasst und haben einfach die Seite weitergebaut. Und jetzt sehen Sie, da muss man sich eingrooven, da muss man sich ein bisschen anfreunden damit, sodass man da irgendwann flüssig arbeiten kann. Wichtig ist natürlich auch, dass man diese Blöcke kennenlernt. Das ist natürlich jetzt sehr flexibel und variabel. Je mehr Blöcke man sich da auch installiert, desto mehr muss man die kennenlernen, muss auch lernen, welche einem taugen, welche einem liegen, mit welchen Blöcken man denn welche visuellen Ideen umsetzen kann. Ja, und oft führen vielleicht auch mehrere Wege nach Rom, dass man eben alternative Blöcke hat, je nachdem, was man da erreichen will. Gut, aber ich würde sagen, wir sind jetzt schon ganz gut unterwegs mit der Seite. Ich würde sagen, wir vertagen den Rest jetzt auf ein kommendes Video, aber irgendwann sind wir jetzt dann auch schon so weit, dass man ja sicher auch eigene Projekte recht gut umsetzen kann mit dem Arsenal, was man es da langsam jetzt aufbauen. Insofern probieren Sie es nachzuschrauben, gucken Sie, ob Sie irgendwo Schwierigkeiten haben. Ansonsten mache ich dann bald weiter mit dem nächsten Teil und wir bauen die Seite dann komplett bis zum Ende durch. Viel Erfolg beim Nachbauen. Bis dann. Tschüss.